Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und wie versprochen basteln wir jetzt diese Schneekugel. Im Dunkeln sieht die so aus, von oben so, und wenn man sie dreht, so. Ich mache das Licht jetzt wieder an. So, und die habe ich in Silber gemacht. Ihr Lieben, wo fange ich jetzt an? Ich habe zwar jetzt schon was vorbereitet und ausgeschnitten, sonst dauert das wirklich ewig lang. Also, auf die Idee bin ich gekommen, die Kugel stellen wir mal hier rüber, weil ich mir ja bei Action diese Schneekugel Stanze gekauft habe. So, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil ich habe zum Beispiel hier unten dieses hier ist von dieser Stanze, wo dieses Auto mit dabei ist. Die ist auch vom Action. Und auch, ich meine, auch die kleinen Tannenbäumchen sind jetzt davon. Aber hier wäre auch noch mal ein kleines Tannenbäumchen drin. Also ich habe mit zwei Stanzen gearbeitet. Einmal die vom Action mit diesem Auto und einmal hier von dieser Schneekugel. So, jetzt wollte ich aber nicht diese Schneekugel benutzen, weil das ist ja hier drin und ich wollte das offen haben. Also, was hat Heidi gemacht? Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich von diesen Stanzen benutzt habe. Das habe ich jetzt alles vorgestanzt. Ich erkläre es euch gleich. Ich habe benutzt, ich sage euch, die machen wir mal extra, weil die nicht dazugehören. Ich habe benutzt, die ist von was anderem, keine Ahnung mehr von, diese Schleife. Schaut mal, was ihr an Schleifen habt oder ihr bindet selber eine Schleife obendrauf. Diese Schleife habe ich benutzt und habe mir davon zwei goldene ausgestanzt. Aber ich erkläre das, glaube ich, alles währenddessen, wo ich das mache, sonst wird das ellenlang hier. Ihr Lieben, wir fangen einfach an. Also, wir brauchen Sachen von dieser Schneekugel, von der Actionstanze und einmal hiervon, wo dieses Auto dabei ist. Man muss es nicht unbedingt drauf machen, aber wir brauchen das. Und bei dieser Schneekugel war ja auch unten dieses Teil und dieses Zwischenteil dran. Das brauchen wir auch. Aber wir fangen jetzt einfach an. Okay, ich bin damit angefangen, jetzt wird es hier richtig kompliziert, mein Reden, dass ich mir zwei Kreisstanzen genommen habe, habe ungefähr geguckt, wie groß die ist. Und die habe ich gedacht, die passt. Und zwar, ich sage euch die Durchmesser, die hat einen Durchmesser mit Rand von ca. 8,5 und innen ist der Durchmesser ca. 7,5 und die kleine hat mit Rand einen Durchmesser von 6,5 und innen von 5,5. Ich bin hergegangen und habe mir die ausgestanzt. Das habe ich gemacht, indem ich weißes Papier genommen habe, das hier so reingelegt habe, damit dieser Kreis auch entsteht. Und davon habe ich mir zwei Stück ausgestanzt. Ja, gut. Also diese beiden Stanzen. Dann habe ich das so gemacht, dass ich diese große nochmal genommen habe und mir aus Transparentpapier, ihr könnt ganz normales nehmen, ich habe halt das, ich verlinke es euch auch wieder, davon habe ich mir zwei ausgestanzt. Dieses goldene Papier habe ich aus diesem Block vom Action und da habe ich mir diese Schleifen hier ausgestanzt. So, dann habe ich mir dieses Teil ausgestanzt. Insgesamt habe ich das auch zweimal gemacht, damit ich davon vier habe. Das sind so ganz dünne Streifen dann. Diese Streifen sind das. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich mir aus dieser hier zwei Stück auch in Gold ausgestanzt. Die sieht dann so aus. Ihr müsst das nicht drauf machen. So. Dann habe ich mir, da gibt es ja so ein kleines Bambi, das habe ich mir zweimal ausgestanzt, ganz normal weiß.
Und diese Teile hier, die zu dieser Stanze gehörten, zu dieser hier, die habe ich mir auch zweimal ausgestanzt. So, also die beiden haben wir jetzt ausgestanzt und dann bin ich hergegangen, habe die umgedreht und habe mir erstmal das Pergamentpapier hier hinten drauf geklebt mit der schönen Seite nach innen, weil das sieht man ja nachher. Ich hole euch etwas tiefer. So, ich bin hergegangen und habe mir das erstmal hier drauf geklebt, indem ich hier Flüssigkleber drumherum gemacht habe. Ich habe halt den Prototypen jetzt einmal gemacht, ohne dass ich mir was aufgeschrieben habe, und muss das jetzt alles nochmal im Kopf nachvollziehen. So, jetzt klebe ich das Transparentpapier hier drauf, gucke, dass ich es schön gerade drauf kriege. Ich hole euch näher. So. Gut. Und gehe dann mit dem Falzbein drüber. Dann haben wir erstmal diesen Effekt. Und das mache ich hier jetzt auch. Gucke wieder, dass die schöne Seite nach innen ist. Und lege mir das hier auch drauf. Und klebe mir das hier drauf. Schaue nochmal von der anderen Seite. Und mache mir das da drauf. So, ich gucke mal, ob ich die Einstellung ein bisschen besser hinkriege. Und dann habe ich diese beiden Teile erstmal. Jetzt bin ich hergegangen und habe mir ein Stück Papier. Ich habe das natürlich schon vorbereitet, sonst dauert das gleich zu lange. Aber ich muss euch noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe ein Stück Papier genommen und zwar hat das die Maße 21 mal 5 cm. Auf der kurzen Seite habe ich jeweils gefalzt bei 0,5 cm hier und hier. Dann habe ich erstmal mit dem Falzbein, damit ich schon mal so eine Rundung reinkriege, weil das Kleben wird gleich dauern, habe das so drüber gezogen, damit das schon mal rund wird. Gehe dann daher und falze mir die Seiten jetzt hier nach innen. Ihr könnt das gerne auch ein bisschen breiter machen, weil der Rand ist ja auch breiter. Ich wollte es halt so schmal haben. Ist zwar dann aufwendiger beim Kleben, aber ich wollte das so. So, und jetzt könnt ihr nochmal mit dem Falzbein, damit wir diese Rundung bekommen. So, und jetzt mache ich das nochmal auseinander. Und dann fangt ihr an, auf der Seite und der Seite einfach so zickzack zu schneiden. Das macht ihr, indem ihr ein Stück abschneidet, hier rein, immer bis zur Falzlinie und wieder hier rein. Und das ist jetzt, finde ich, mit das Aufwendigste, außer das Kleben. Das ist auch nochmal aufwendig. Seht ihr das, wie ich das meine? Immer so zickzack. Das macht ihr auf beiden Seiten, dass ihr im Endeffekt das so aussieht. Also immer bis zum Schluss auf der rechten und auf der linken Seite so zickzack schneiden. Ich hoffe, das war verständlich. So, jetzt kommt der aufwendige Teil, der uns ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Wir müssen anfangen, das drauf zu kleben. Und dann mache ich mir immer auf ein paar Ecken den Kleber und klebt das nacheinander dran. Und dann fange ich irgendwo an schon mal. Und wie gesagt, das ist jetzt echt aufwendig und das hält auf. Und das drückt ihr dann an und schaut, dass ihr eine Rundung hinkriegt.
Ab und zu geht es dann mal wieder ab. Aber wie gesagt, ihr braucht jetzt wirklich Geduld dabei. Man kann es schon mal drauflegen. Diese Ecke, die drücke ich jetzt einfach mal dran schon. Wenn ihr das gerade haben wollt, dann müsst ihr das wirklich schön in Ruhe machen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade hinkriege, aber ich werde halt es versuchen. Bei einem Video macht man doch etwas schneller. Und es geht ja wieder darum, euch zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Und wenn man den Anfang hat, geht es schon etwas einfacher. Bin konzentriert, deswegen rede ich gerade weniger. So, und dann gehen wir weiter. Jetzt mache ich mir hier wieder den Kleber drauf. Immer so ein paar Ecken. Und dann drehen wir das weiter ein. Halten. Man könnte das auch direkt auf diesen Kreis machen, aber ich nehme die Spitzen, das auch wirklich die Spitzen noch, drückt das dann mal wieder etwas an. Dann machen wir weiter. Wieder Kleber drauf. Und wieder. Hier rum. Wieder was halten, versuchen schön im Kreis zu bleiben. Jetzt drehe ich das nochmal und drücke das wieder etwas an. Dann mache ich hier wieder was dran. Und dann sind wir gleich auch schon einmal rum. So. Vorsichtig an. Gucke, dass das so. Und dann sieht das erstmal so aus. Beim zweiten Mal geht es etwas einfacher, weil da mache ich überall Kleber dran. Hier hat sich was ein bisschen, hätte ein bisschen gerader sein können. Aber
Es ist noch okay. Jetzt werde ich das so machen. Also ich habe es beim ersten Mal auch so gemacht. Ich habe mir überall jetzt diesen Kleber auf die Spitzen gemacht. Arbeite trotzdem vorsichtig. Dann habe ich mir den Kreis direkt hier drauf gelegt. Und jetzt schaue ich mal, wo ich anfange am besten. Und vorsichtig angedrückt. Und dann langsam drumherum gegangen. Aufpassen, da habe ich ein bisschen Kleber an den Fingern. Schaue ich mir das erstmal hier. Gerade, also rund komme und hier auch nochmal. Ja, und dann gucke ich, dass ich das hier noch dran kriege. Und dann gehe ich noch mal vorsichtig von innen, soweit ich kann, und drücke die Zacken auch noch mal an. Ihr Lieben, und dann haben wir dieses Teil hier. So. Und das lasse ich jetzt mal kurz trocknen. Jetzt nehme ich in erstmal wieder meine kleinen Tannenbäumchen. Schuh und das Bambi. Und hier arbeite ich wieder mit dem Klebestift. Mit diesem hier. Ich werde es auch immer wieder dabei sagen, der ist am Anfang blau, wenn man den drauf macht. Und der wird dann transparent. Und überall, wo man meint, da soll ich jetzt gleich diese Transferfolie dran. Da macht man diesen Kleber hin. Das macht man vor, weil der Kleber muss trocknen. Man macht es einfach, wie es einem gefällt. So, und dann nimmt man noch die großen Bäumchen. Und den auch noch. Die Box ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger, als wenn man jetzt eine Karte macht. Aber mir hätte das jetzt nicht gereicht, nur diese Schneekugel auf die Karte zu machen. Ich wollte da echt fürs Fenster oder für den Tisch so eine Deko. Jetzt machen wir hier noch die Ohren von dem Bambi. Das fand ich diesmal auch wieder ganz süß. Dieses Bambi. Hier müssen wir gleich noch diese Pünktchen rausmachen. Was ich auch bei dieser Stanze, da gab es auch, schaut mal, hier so einen kleinen Santa mit so einem Rentier. Das muss man jetzt so rumhalten. Ist auch süß. Oder hier gibt es ja auch diesen Schneemann noch drin. Und was
gibt es in dieser Stanze noch? Das sind Herzchen und Glocken. Also da kann man ja mal wieder gucken. Oder da waren auch solche Geschenke mit bei, auch süß. Na, die Stanzen. Also es war schon schön. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Gut, das lassen wir mal kurz trocknen. Das geht eigentlich auch ziemlich schnell. Ich verlinke euch das auch wieder, diesen Stift und wieder diese Transferfolie. So, ihr Lieben, dann hatte ich ja, gehörte auch zu dieser Schneekugel, weil die brauchte ich ja, diese beiden Unterteile ausgestanzt. Das war ja aus diesem und das hängt ja hier mit dran. Und die habe ich mir jetzt hier drauf geklebt, so dass es noch kreismäßig aussieht. Also so, dass es noch drauf passt. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr hier oben gerade kommt. Nicht, dass ihr die hier hin macht und hier das Teelicht, obwohl das eigentlich auch egal wäre. Aber ich möchte, dass das oben ist. Jetzt mache ich mir jetzt erstmal Kleber dran. Und mache mir das erstmal auf die erste Seite. Gucke, dass das oben ist. Lege es an. Und schaue halt, dass ich hier den Kreis noch sehe. Ein bisschen kann es überlappen. Gehe dann mit dem Falzbein dran. So, und das mache ich auch auf der anderen Seite. Wieder Kleber dran. So. Und dann setze ich mir das hier auch dran. Ihr müsst gucken, dass ihr so, das ist okay. So gegenüberliegend das dran macht. Jetzt gehe ich da auch noch mal drüber. Gut. Und dann gehört mir zu dieser Schneekugel, das war auch hier unten dran. Ich habe leider diese Bilder weggeschmissen. Also man hat ja mal die Pappe und hat man hinten so ein Bild drauf. Da habe ich, wie gesagt, diesmal aus Gold und aus diesem Designerpapier, aus diesem Block, habe ich das Gold diesmal genommen. Ich wollte mal so einen Kontrast zu diesem Silber haben. Und da klebe ich mir jetzt, der passt ja genau hier unten, der längere und der kürzere passt hier oben drauf. Nehme ich mir wieder. Na. Könnte jetzt auch mit der Pinzette arbeiten. Ich versuche es aber mal so. Wieder den Kleber drauf. Mach den kurz mal zu. Und dann setze ich mir den hier unten dran. So. Mal kurz meine Hände reinigen. Und dann gehe ich hier so drüber. Ganz vorsichtig. Dann nehme ich den kleinen. Mach mir da wieder Kleber dran. Eigentlich reicht es so an den Ecken. Und den klebe ich mir jetzt hier hin. Muss ich noch ein bisschen hochschieben. Drückt das auch an, dann haben wir diesen Effekt. Jetzt bleiben wir gleich auf dieser Seite erstmal und dann mache ich mir das hier noch dran, aber dazu müsste ich hier erstmal das rauspieksen. Kleine Fusselarbeit hier.
Hier auch noch mal. Und hier auch noch mal. Und das klebe ich mir jetzt hier rein. Mache ich mir hier etwas auf die Schleifen. Kleber wieder zu. Also das ist ja eigentlich jetzt diese Deko-Arbeit, die man hier macht. Ihr könnt es natürlich gestalten, wie ihr möchtet. Aber ist ja klar, wenn man dann diese... Ihr könnt auch diesen Kreis nehmen. Probiert es aus. Ich wollte halt mehr Licht drin haben, sonst hätte ich hier unten nur Licht gehabt. So, und dann sieht das erstmal so aus. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Wieder das untere Teil erst. Kurz ablegen. Mach das hier unten erst wieder dran. Ne? Ich muss mal kurz den Kleber von meinen Fingern machen. So. Dann das Kleine wieder. Und hier. Das mache ich mal eben wieder zu, stelle es auf den Kopf. Und dann klebe ich das erstmal. Hier wieder drauf. Und so. Jetzt haben wir wieder diese kleinen Schleifen. Hier auch noch raus. Lassen sich übrigens immer gut ausstanzen, die Stanzteile von Action. Ich glaube, es gibt ganz selten mal, dass es nicht gut stanzt. Und das kleben wir wieder hier drauf. Nehmen wir mal eben die Mitte. Und wieder. Hier in die Mitte. Und das drücke ich jetzt wieder an. Und dann sieht unsere Schneekugel erstmal so aus. Dann hatte ich ja diese Schleifen. Da könnt ihr, wenn ihr keine Schleifen habt, bindet eine Schleife. Also ihr könnt hier auch toll eine Schleife dran binden. Und jetzt muss ich mal gucken, habe ich die dran gelegt? Nee, da habe ich so Klebepads genommen. Damit das, Entschuldigung, ich bin an die Kamera gekommen, damit das noch so eine Erhöhung hat. Einmal hier drauf. Und einmal na, hier drauf. Und dann habe ich mir die, dazu stelle ich sie hin, hier so dran geklebt. So. Und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Eigentlich ist die Schneekugel fertig. Ihr schaut, ich könnte jetzt auch, ich finde den Hirschen ja immer noch von Action so toll, aber ich kann ja nicht immer den Hirschen nehmen. Deswegen nehmen wir Bambi. Aber dazu, ja, und in der Zeit ist jetzt schon mal unser Klebestift getrocknet. So, nehme mir jetzt, ich habe gedacht, ich hätte auch goldene Transferfolie, habe aber nur in Roségold und Kupfer.
Und in Rosigold sticht es jetzt, seht ihr das, sehr raus. Deswegen nehme ich nochmal Silber. Da müsste ich auch noch den Rest haben, genau. Also da kann man richtig gut lange mit arbeiten, vor allem bei so Kleinteilen. Das lege ich mal wieder zusammen. Und dann gehe ich mit der glänzenden Seite nach oben und streife dann hier runter und mache das an meine Bäumchen. Hier nochmal kurz hier hin. Gut, dann ein Bambi, ein Ohren, hier auch. Auch noch an die Ohren. Und jetzt noch unsere kleinen Bäumchen. Hätte jetzt bestimmt in Gold auch schön ausgesehen. Aber ich weiß nicht, ob das Roségold sich jetzt mit diesem Gold beißt. Deswegen lasse ich das jetzt mal so schlichter. Gut, klicke ich mal rüber. Hier hängt was dran. Okay, und dann bin ich nur noch hergegangen und habe mir die Bäumchen hier so dran geklebt. Dann nehme ich wieder Flüssigkleber. Klebe es mir einmal hier so hin. Dann das kleine Bäumchen. Gucken, ob der Kleber jetzt ein bisschen versetzt drauf. Doch zu wenig dran gemacht. Gucken. Und dann nehme ich noch das Bambi. Da mache ich nur auf dem kurz mal auf den Bauch, so dass die Füßchen hier anstehen und dann auch drüber. Könnt ihr jetzt von innen noch mal einen Gegendruck machen. Und dann sieht das so aus. Okay, nochmal leicht. Mit dem Falzbein drücke ich es nochmal an. Und dann mache ich die andere Seite. Auch wieder den Kleber. Lass den kurz mal so liegen. Setz den, ich glaube, da habe ich es genau andersrum gemacht, setz den jetzt mal hier an. Dann das kleine Bäumchen. Deckel ist schon ab. Richtig ist mal ein bisschen mehr drauf. Gut. Gucken, dass ich das noch aufnehme. Auch wieder so versetzt hier hin. Aber ich kann mir vorstellen, mit diesem kleinen Rentier, was hierbei ist, wenn man das hier so drauf gemacht hätte. Das hätte auch süß ausgesehen. So, jetzt müssen wir noch hier hinten beim Bambi Pünktchen rausmachen. Mache dann wieder auf dem Körper den Kleber. Und setze unser Bambi wieder hier drauf. So, einmal von der Seite und einmal von der Seite. Jetzt könnte man hier auch noch einen Glitzerstern reinmachen. So, wo ist unser Bambi rausgefallen? Hier, weil es noch nicht trocken ist. Also setzen wir es wieder drauf und warten einen Moment noch,
Derzeit kann ich hier schon mal Platz machen. Weil wir sind jetzt schon. Hier habe ich mein Teelicht drin. Hier habe ich mein zweites Teelicht. Und bitte immer nur künstliche nehmen. Euch fackelt das sonst ab. Ich möchte das immer wieder gerne bei solchen Sachen dabei sagen. Bitte kein echtes Teelicht, sondern nur ein künstliches. So, ihr Lieben, wir setzen unser Teelicht rein. Das passt auch von der Breite. Das hätte ich vielleicht am Anfang genau da rein. Deswegen habe ich dieses Maß genommen. Hier ist es an. Also, wir haben es einmal in Gold und wir haben es in Silber. Ihr schaut, was ihr habt. Jetzt machen wir das Licht aus. Und wenn es gleich aus ist, dann werde ich mich auch von euch verabschieden und mache das Licht nicht mehr an. Also natürlich, wenn ich abgeschaltet habe. So, ihr Lieben, unser Effekt. Schaut mal, schnuckig, ne? Das ist meine Idee mit den Schneekugeln. Ihr könnt die in der Adventszeit auf den Tisch stellen. Ihr könnt die auf die Fensterbank stellen. Ihr könnt die auf den Schrank stellen. Ach, ihr könnt die schön verschenken, wenn ihr irgendwo hingeht. In der Adventszeit wird es ja nachmittags schon viel, viel früher dunkeln und die dann mitbringen. Vor allem, ich finde die wirklich wieder schnuckig. Vor allem mit dem kleinen Bambi auch mal, ne? Und hier mit dem Papier, weil da sowieso direkt so kleine Schneeflocken drauf sind. Ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Aber das habe ich schon im Short gesehen, dass euch das gefällt. Und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Dafür solltet ihr euch wirklich ein bisschen Zeit nehmen und das mit Geduld machen. Also, bis bald. Eure Heidi. Ciao.